Die drei Fragezeichen im Kosmos. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben das noch nie geübt. Wir haben es auch überhaupt nicht gelesen. Wir haben es, das ist eigentlich so ein Prima Vista Hörspiel, oder? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Weißt du, was passiert, Jens, überhaupt? Naja, ich habe ja einen Text. Okay. Warte. Geht's jetzt los? Nein. So. Dann wünsche ich viel Spaß mit den drei Fragezeichen im Kosmos. Ein Hammer. Jetzt muss Jonas wieder schauen von Bände. Jetzt muss Jonas wieder schauen von Bände. Die drei Fragezeichen. Piepsende Töne. Hilfe, was machen wir denn jetzt? Justus! Tu doch irgendwas! Wieso ich? Ich weiß doch auch nicht. Es sind einfach zu viele Tasten und Knöpfe hier. Also, das war wirklich eine unglaubliche Scheißidee von euch. Also, Peter! Das hilft uns doch jetzt auch nicht weiter, so rumzufluchen. Ich drücke jetzt einfach mal diesen roten Knopf hier. Nein, halt! Bist du sicher, Justus? Hä? Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Hier leuchtet bloß eine Anzeige auf, da steht, bitte nicht noch einmal diesen Knopf drücken. Na, ganz toll. Wie konnten wir bloß in einen solchen Schlamassel geraten? Ja, eine gute Frage. Wie konnten wir bloß in einen solchen Schlamassel geraten? Ich versuche hier gerade den Tonfall von Tommy Fritsch nachzumachen. Ausatmen und dann reden. Eigentlich war das ganze Justus-Idee. Natürlich, es ist ja immer Justus-Idee. Jedenfalls hatte unser Erster den tollen Einfall, mit Peter eine Angsttherapie zu machen. Und alles nur, weil er so eine seltsame Broschüre in der Post entdeckt hatte. Das soll 25 Minuten dauern, das Hörspiel. Ja. Soll hier ja auch alles schön realistisch sein. Pass auf, Bob. Hier steht, ist auch Ihr Alltag überschattet von diffusen Ängsten? Ja. Leiden Sie gar an Panikattacken? Ihnen kann jetzt geholfen werden. Ich will mir aber gar nicht helfen lassen. Ach, du missverstehst mich. Es geht nicht um dich, es geht um Peter. Ach so. Also weiter. Das New Horizon Life Control Center verhilft Ihnen mit völlig neuen Therapieansätzen wieder zu einem entspannten, angstfreien Leben. Dafür sind unsere Fachleute, die aus allen Bereichen der modernen Psychologie kommen, bestens geschult. Na, ich weiß nicht. Hier, Sie haben sogar ganz preiswerte Eröffnungsangebote. Mhm. Und wie willst du Peter jetzt dazu bringen, an dieser Therapie teilzunehmen? Wer sagt denn, dass ich unseren Zweiten zu irgendetwas überreden will? Hä? Wir überraschen ihn einfach damit. Warte, ich rufe da mal an. Na, da wird sich der Peter aber freuen. Und so kam es,
dass wir schon 3 Tage später gemeinsam mit Peter in der Eingangshalle des New Horizon Life Control Centers standen. Wow, was ist denn das für ein hochmoderner Laden? Na, kein Mensch zu sehen. Aber es muss doch so etwas wie einen Empfang geben. Justus, Bob, jetzt mal Schluss mit der Geheimniskrämerei, ja? Hä? Sagt mir endlich, warum ihr mich hierher geschleift habt. Ich meine, was ist denn das hier? Wie ein Einkaufscenter sieht es jedenfalls nicht aus. Herzlich willkommen im New Horizon Life Control Center. Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Therapie in unserem Haus entschieden haben. Therapie? Bitte geben Sie auf der Tastatur zunächst Ihr Alter und Ihr Geschlecht ein. Okay, dann machen wir das mal. Peter, ich tippe auf jeden Fall jetzt mal irgendwas ein. Geschlecht, ja, männlich. Okay, ja, und das Alter, ja. Moment mal, das wollte ich eigentlich immer schon mal wissen. Wie alt bist du eigentlich? Immer noch 2 Jahre älter als ihr. Ach. Ja. Ja, das ist nur für die Behandlung wichtig, Zweiter. Du weißt ja, für uns ist das Alter schon seit Jahrzehnten unerheblich. Vielen Dank. Gut. Bitte wählen Sie nun die auf Sie zutreffende Phobie aus. Es sind auch mehrere Antworten möglich. Phobie? Wählen Sie die 1 für Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen. Wählen Sie die 2 für Arachnophobie, die Angst vor Spinnen. Okay. Wählen Sie die 3 für Akrophobie, die Angst vor Höhen. Wählen Sie die 4 für Xanthophobie, die Angst vor der Farbe Gelb. Für weitere Phobien wählen Sie die 5. Gelb, ja. Naja gut, also ich denke mal 1 und 3, die reichen für den Anfang völlig. Was meinst du, Peter? Okay. Ich meine, dass das völliger Blödsinn ist. Ich meine, ich habe doch keine von Sie diesen... Sie haben die 1, Klaustrophobie, und die 3, Akrophobie gewählt. Da! Die Tür hat sich geöffnet. Bitte folgen Sie den roten Markierungen. Bitte folgen Sie den roten Markierungen. Oh, kommt, Kollegen! Wo sind die Schritte auf Marmor? Tatsächlich. Schob sich eine bislang unsichtbare Tür zu unserer Linken wie von Geisterhand zur Seite. Dahinter lag ein dunkler, enger Gang, der an beiden Wänden nur durch rote Leuchtdioden markiert war. Trotz Peters fortwährenden Protests liefen wir diesen Gang entlang bis zu einer Art Kammer, wo silberfarbene Spezialanzüge für uns bereit lagen. New Horizon Life Control Safeway Q7Z-Anzüge zu Ihrer eigenen Sicherheit. An diesem Punkt wurde es mir, wie ich zugeben muss, etwas unbehaglich. Aber da das Ganze meine Idee gewesen war, wollte ich jetzt keinen Rückzieher machen. Knister, knister. Ja. Das sind die Raumanzüge. Kollegen, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass jeder unserer Schritte hier von Kameras beobachtet wird? Ja, sieh doch mal da oben, da ist zum Beispiel eine. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier überhaupt sollen. Justus. Ach. Also, als ob ich eine Therapie nötig hätte. Ja, reg dich nicht auf, Zweiter. Ich finde, die Sache ist ein Versuch wert. Es ist doch spannend, mal so eine neuartige Therapiemethode testen zu dürfen. Außerdem steht dir der Anzug, Peter. Worte ohne Worte. Findest du? Na, wie sieht's denn bei dir aus? Also.
Das musst eigentlich du machen, Jens. Mein Anzug ist etwas eng. Ich glaube, das liegt nicht am Anzug, Justus. Los. Du musst zum Erzählermikro. Diesen Kommentar habe ich natürlich geflissentlich überhört. Zumal sich nun die nächste Tür öffnete und wir in eine kleine Kabine geschleust wurden. Darin war es sehr eng. Die vier Sitze passten gerade vor die Instrumententafel und es sah aus... Ja, es sah aus wie... Hey, das sieht ja aus wie im Cockpit von einem Raumschiff. Ja, meinst du? Ja. Naja, du bist immerhin derjenige von uns dreien, der sich in sowas auskennt, nicht? Ah, verstehe. Das muss sowas wie ein Flugsimulator sein. Sehr gut. Die Tür ist zu. Naja, das muss ich ja wohl. Es geht ja hier auch um Klaustrophobie, nicht wahr? Aber die Tür ist auch abgeschlossen. Das klang jedenfalls so. Das muss ja nun nicht sein, nicht? Also, ganz schön eng hier drin, findet ihr nicht? Los, komm, jetzt setzen wir uns. Die Sitze sind gar nicht so unbequem, finde ich. Ist doch erst später dran, Mensch. Lass doch noch zwei Sätze. Die Sitze sind gar nicht so unbequem. Lies doch mal, was da steht. Er hat angefangen. Na, jetzt kommt die Computerstimme. Ruhig. Hör doch nochmal, Moment. Die Sitze sind gar nicht so unbequem. Moment. Bitte schnallen Sie sich an. Jetzt. Also, das ist schon alles sehr realistisch ausgearbeitet. Das gefällt mir. Kommt, Kollegen. Hier, Peter, du auch anschnallen. Ja, jetzt schnallen wir uns an. Ich bin schon angeschnallt. Ich schnalle mich jetzt auch an. Sehr gut. Starting countdown from 10. Warte, was? Countdown? Was passiert denn jetzt? 7. Hä? 6. 5. 4. 3. Ja, Moment mal, Moment mal. Hey, 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 langsam, langsam. Jetzt fängt hier alles an zu vibrieren. Ja, dieser Simulator muss auf einer Apparatur angebracht sein, bei der auch die Bewegung eines echten Raumschiffes simuliert wird. Toll! Das ist aber wirklich ein hervorragend gemachter Simulator. Just, sag mal, bist du wirklich sicher, dass das hier eine Simulation ist? Also, für mich fühlt sich das verdammt echt an, wie in einer Achterbahn. Ja. Als würden wir mit einer unglaublichen Schubkraft beschleunigen. Dazu hatte sich die ganze Kabine auch noch senkrecht nach oben geneigt, sodass wir völlig wehrlos in die Sitze gepresst wurden. Ich konnte nicht meine Hand hochheben, so stark lastete der Druck auf uns.
Und hier, Freunde, die haben echt nichts vergessen. Auch die Fenster, das sieht ja aus wie ein Sternenhimmel. Unsinn! Das hier ist doch nur eine Simulation. Das sind Videomonitore. Ach so. Ach, die Kabine, die senkt sich jetzt wieder. Ich kann meine Arme wieder bewegen. Also, die haben an alles gedacht. Seht ihr die Anzeige da oben? Wo? Das ist angeblich unsere Flughöhe. Hä? 228 Kilometer die Stunde? Aha. Das wäre aber... Dann wären wir ja schon im Weltall. Na eben, Peter, nicht die Stunde. Höhe! Hä? 228 Kilometer Höhe, aber keine Panik, das ist nur eine Simulation. Justus, sag mal, bist du sicher, dass das hier wirklich nur Videoeinspielungen sind und dass das kein Fenster ist? Natürlich, Bob. Ich sagte doch, dass... Ich frag ja nur, weil wenn das hier ein Fenster ist und das da wirklich die Erde... Es ist dann, alles sehr schick gemacht. Ich bin beeindruckt. Ja. Spürst du was von deiner Höhenangst, Peter? Ich hab keine. Egal. Bob. Ja? Das will ich mir genauer ansehen. Ich komm mal zu dir rüber, ja? Mann, diese Gurte. So. Ich. Peter! Peter! Peter, du bleib doch oben! Unten, meine ich! Nochmal. Peter! Peter, nun bleib doch! Ich schwebe! Justus, Peter, schweb! Tatsächlich! Oh, verflixt! Ja, ist das alles, was du zu sagen hast? Verflixt! Entschuldige, aber ich bin jetzt gewohnt, stärkere Kraftausdrücke in den Mund zu nehmen! Hallo! Könntet ihr euch vielleicht mal auf mich konzentrieren? Falls es euch entgangen ist, ich schwebe! Verdammt nochmal! Ja, warte, Peter! Ich halte mich am Sitz fest! Ja. Wow! Ist das ein tolles Gefühl! Hier! Nimm meine Hand weiter! Gerne. Ich hab sie! Komm, ich zieh dich runter! Kollegen, ich muss eingestehen, ich hab mich wohl getäuscht. Ach was, Justus! Das kann gar nicht sein! Schwerelosigkeit ist auf der Erde eigentlich nur durch die Technik der Parabelflüge erreichbar, so wie es beim Astronautentraining passiert. Aber das funktioniert immer nur für eine sehr kurze Zeitspanne am Stück und ist, naja, mit Sicherheit nicht für $14,80 pro Person zu realisieren. Also denke ich... Wie? $14,80? Das darf doch wohl nicht wahr sein, Justus. Da ist unser Superherrn Justus Jonas nicht misstrauisch geworden, dass solch ein supermoderner Hightech-Therapie-Quatsch nur $14,80 pro Person kostet. Aber es war doch ein Eröffnungsangebot. Justus, manchmal könnte ich dich wirklich... Hey, was ist denn jetzt schon wieder? Da, auf dem Display steht, Achtung! Unidentifizierter Flugkörper. Was denn für ein Flugkörper? Da draußen ist gar nicht zu erkennen. Nur Sterne. Nichts als Sterne. Oh, oh. Was ist denn, Justus? Das kann nicht gut sein. Was? Jetzt steht hier, Achtung, Kontakt mit unidentifiziertem Flugkörper unausweichlich. Was? Das kann doch alles nicht wahr sein. Kontakt? Was ist denn mit Kontakt gemeint? Und so. Was?
Fischmusik. Und so waren wir also mitten im Schlamassel. Im gesamten Cockpit blinkten alle möglichen Lichter und Anzeigen. Dazu dieser laute Alarmton. Vibrationen wie bei einem Zusammenstoß waren durch das ganze Schiff gegangen. Und mittendrin wir. Drei völlig ahnungslose, aber umso panischere Menschen, die gerade erst realisiert hatten, dass sie mitten in einem Albtraum gelandet waren. Justus, bleib bloß von den Instrumenten weg. Wer weiß, was dann passiert. Was soll denn bitte noch passieren? Ich fasse erst mal zusammen, ja? Wir trudeln durch den Kosmos, haben keine Ahnung, warum und wieso. Und eben ist irgendwas mit uns zusammengeprallt. Ich finde, das reicht schon mal für den Nachmittag, oder? Zusammengeprallt ist nicht der richtige Ausdruck, Bob. Oh, entschuldige bitte, dass ich im Augenblick anderes im Kopf habe als die korrekte Ausdrucksweise, Justus. Also, ich habe eigentlich nichts anderes im Kopf, außer... Wir sind im Weltall! Ich habe den Eindruck, dass die Therapie bis jetzt eigentlich nicht richtig angeschlagen hat, Justus. Ich meinte doch nur, dass es nicht klang, als sei etwas mit uns zusammengeprallt, sondern als hätte etwas angedockt. Angedockt? Justus, das ist doch Quatsch. Was soll denn bitte in, Moment, wo sind wir jetzt? In 288 Kilometer Höhe an uns andocken? 288 Kilometer? Ich weiß nicht, aber offenbar ein, wie auch immer, geartetes Flugobjekt. Was, ein UFO oder was? Wir sind doch hier nicht mitten im Film. Oder im Hörspiel. Sag mal, hört ihr das auch? Das war doch die Tür. Kollegen? Ja? Ja? Habt ihr euch auch noch nicht getraut, euch umzudrehen? Nein. Nein. Aber... ich glaube, ich höre was. Achso, nein. Und ich? Ich rieche was. Wer hat denn das geschrieben? Katrin Wiegand. Ich glaube, wir sollten uns doch besser herumdrehen, oder? Ja. Kui, 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 kui. Was ist das? Das, da ist so ein Ding. Also das habe ich noch nie auf der Erde gesehen. Und da wir offenbar im All gelandet sind, würde ich sagen, das ist ein Alien. Alien ist das Wort, was du suchst, Justus. Es sieht allerdings nicht aus wie dieses Vieh aus dem Film, was ich persönlich sehr, sehr beruhigend finde. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Guten Tag, Sir. Wir kommen von der Erde. Ich heiße Justus Jonas
Und das sind meine Freunde Peter Shaw, ne? Sag was! Ja, und das ist Bob Andrews. Hallo. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind unbewaffnet. Justus, ich glaube nicht, dass wir besonders furchteinflößend wirken. Ja, und jetzt? Willst du ihm vielleicht auch noch unsere Karte geben, Justus? Ja, sehr gute Idee, Bob. Wo habe ich sie denn? Hier. Ich wollte Ihnen nur unsere Karte geben. Hier. Nennt man sowas Arme oder Tentakel oder was? Nee, vorher muss ich ja noch meine Geräusche machen. Ach so. Ja. Das ist jetzt nicht einfach. Also. Du. Wie machst du es denn? Mach du mal. Ah ja. Aber du kannst immer, mach du mal, du kannst Bremsspuren immer so. Mach mal Bremsspur. Kommt es jetzt angerannt oder was? Ja, pass auf. Ich komme angeschwebt und es macht eine Bremsspur. Ja. Mit der Karte. Achso, du? Achso, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Das stimmt ja eigentlich nicht, weil die glitschigen Geräusche. Ich hab's vergessen. Ja, es kommt jetzt das glitschige Geräusch. Du hast jetzt irgendwas die Karte bekommen und falsche Mikrofon. Ich mache jetzt glitschige Geräusche. Aber ich versteh's doch. Hier. Glitschige Geräusche. Justus. Ich habe ja noch das alte Manuskript. Ich muss eigentlich die glitschigen Geräusche machen, oder? Ja. Die ich gar nicht kann. Also glitschige Geräusche, daraufhin sagst du. Den Satz da Übergabe eben. Übergabekarte, komm. Ja. Übergabekarte, zack. Quick, quick. Nennt man sowas Arme oder Tentakel oder was? Das ist doch jetzt völlig wurscht. Da, er liest die Karte. Ach, jetzt erst. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Also so hat noch nie jemand unsere Visitenkarte vorgelesen. Glitschiges Geräusch. Du bist dran. Oh, was hat er denn da? Ist es eine Waffe? Oh Gott. Vielleicht heißt ja Recherchen und Archiv sowas wie du doofes Fettgesicht auf Außerirdisch. Nein, seht nur! Ja! Er steckt unsere Karte in das Gerät! Ja! Er liest offenbar etwas von einem Display ab. Sag mal, es hat sich doch angehört, als ob er sich gerade freut, oder? Ja, wie süß! Er tippt was in das Gerät. Könnt ihr zählen, wie viele Finger er hat? Auf der Erde könnte er eine große Pianistenkarriere anstreben. Da, er ist fertig. Sie sind wirklich Detektive? Das Gerät kann unsere Sprache, da bin ich ja platt. Ja, das muss ein kleiner Übersetzungscomputer sein. Ja, wir sind Detektive, Sir. Quick, quick.
Was kommt wohl jetzt? Ich hoffe, das ist ein ganz anderes Soundeffekt plötzlich. Sie können mir helfen. Ich habe meine Katze verloren. Sag mal, hat das Ding gerade wirklich Katze gesagt? Und ich dachte, wir wären mit unserer Detektivkarriere inzwischen so weit gekommen, dass wir nie wieder entlaufene Katzen suchen müssten. Gut. Immerhin sind wir noch nie beauftragt worden, eine Katze von einem anderen Planeten zu suchen. Unser außerirdischer Freund, dessen Name für uns so unaussprechlich war, dass wir es bei den ersten beiden Silben belassen haben, nämlich Jensi? Nein, Quiggy, hat uns dann noch mittels des Übersetzungscomputers einen kurzen Abriss der Ereignisse gegeben. Er erzählte von einem kleinen Unfall, in dem besagte Katze, außerdem eine Art Topfpflanze, ein fragwürdiges Lebensmittel und ein Teleporter involviert waren. So war es möglich, dass sich sein Haustier zufällig in unserem Raumschiff materialisiert haben könnte. Naja, und dann, kurze Zeit später... Freunde, seht mal! Was war das? Das ist Quickies Haustier. Hier vorne, hinter dem Schaltpult hat es sich verkrochen. Schnurrt da schon was? Ach, so sehen also Alien-Katzen aus. Das ist ja interessant. Für mich sieht es eher nach einer Kreuzung aus einem Oktopus und einem Frettchen aus. Aber eine hübsche grüne Farbe hat es. Da! Quiggy will uns was sagen. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Meine Kinder werden sich sehr freuen, dass die Katze wieder da ist. Nicht zu danken. Wie viele Kinder haben Sie? Hast du denn? 628. Wow, da wird's aber eng am Frühstückstisch. Tja, Freunde, da haben die drei Detektive mal wieder einen Fall gelöst, würde ich sagen. Ach, würdest du, ja? Ich würde sagen, wir befinden uns immer noch hunderte von Kilometern von der Erde entfernt und sitzen in einem Raumschiff, von dessen Steuerung wir nicht die geringste Ahnung haben. Ich finde, Fall gelöst kann man da noch nicht behaupten. Moment mal, Peter. Vielleicht kann uns Quiggy ja helfen. Ja, wie das denn? Ah, ja, Bob, richtig. Er hat doch vorhin etwas von einem Teleporter gesagt, nicht wahr? Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn ihr glaubt, ich würde mich von so einem Alien-Gerät in meine einzelnen Moleküle zerlegen lassen, in der vagen Hoffnung, halbwegs richtig zusammengesetzt wieder auf der Erde zu landen, dann habt ihr euch aber geschnitten. Ach ja, und was sind die Alternativen? Mit Quiggy mitgehen und Kindermädchen für seine 638 Nachkommen spielen? 628. Justus! Entschuldigung. Bob in Sondermikro. Quiggy. Nun, um es kurz zu machen. Ja, wir haben es tatsächlich gemacht. Quiggy hat aus einem Raumschiff eine merkwürdige und, wie ich fand, wenig vertrauenserweckende Apparatur geholt und uns alle drei gleichzeitig, das war meine Bedingung, tja, wie nennt man das? Zur Erde gebeamt oder teleportiert, wie auch immer. Es war grauenvoll. Wie, was? Was? Ich bin bei meinen Texten völlig anders. Nein, wir sind doch alle im Erzählermodus. Achso, hier. Also ich fand die Erfahrung eigentlich sehr erfrischend. Ich möchte nicht darüber sprechen. Okay. Jedenfalls hat Quiggys Gerät an und für sich prima funktioniert. Das heißt, wir hatten alle Körperteile nachher an der richtigen Stelle. Ja, nur mit der genauen Zieleingabe war Quiggy etwas überfordert.
Gut, man kann von einem Außerirdischen sicher keine detaillierten Geografiekenntnisse unserer Erde betreffend erwarten, aber... Darf ich jetzt vielleicht? Ja, bitte. Also, Quiqui hat uns jedenfalls nicht nach Rocky Beach zurückgeschickt und leider auch nicht mal ansatzweise in die Nähe von Los Angeles. Nein, wir sind in Europa gelandet. Kosmos, Europa, ich meine, damit haben wir doch schon die ganze Zeit zu tun, oder? Tja, und da sind wir jetzt in Europa. Besser gesagt, in Berlin. Ja. In Deutschland, glaube ich. Und wir versuchen gerade den Behörden zu erklären, dass wir gerne wieder nach Hause möchten, obwohl wir kein Geld und keine Pässe haben. Und das ist recht verzwickt. Aber die Polizisten geben sich immerhin Mühe. Oh Mann, Kollegen. Ich bin echt froh, wenn ich wieder zu Hause in Rocky Beach bin. Wie lange das alles dauert? Furchtbar. Der Beamte telefoniert schon seit 20 Minuten mit den Behörden in Los Angeles. Kollegen, sollten wir ihm nicht doch erzählen, wie wir hierher gekommen sind? Ja, aber auf gar keinen Fall, Justus. Willst du, dass die uns in der Anstalt sperren, Just? Nee, also wir bleiben dabei. Wir sind ganz normale Touristen, ja. Und ein Taschendieb hat uns sämtliche Papiere, Geld, Flugtickets und so weiter geklaut. Genau. Das haben sie uns auch ohne mit der Wimper zu zucken gekauft. Scheint ja häufiger vorzukommen, da, wo sie uns aufgelesen haben. Wie hieß das noch? Potsdamer Straße. Ah. Ja. Naja, ganz genau. Das klingt jedenfalls wesentlich plausibler, als wir sind mit einem Raumschiff ins All geflogen und ein Außerirdischer, dem wir geholfen haben, sein Haustier wiederzufinden, hat uns dann auf die Erde zurückgebeamt. Ja, okay, ihr habt ja recht, aber können wir denn wirklich niemandem von unserem Erlebnis erzählen? Nein, nicht, wenn wir Wert darauf legen, dass uns noch irgendjemand ernst nimmt. Ja, du weißt doch noch genau, was los war, als wir damals von meinem Todesflug ins All berichtet haben. Ja, stimmt. Das haben ja alle ziemlich lächerlich gefunden. Na siehste. Okay, dann bleibt das eben unser Geheimnis. Und das New Horizon Life Control Center? Darum kümmern wir uns später, wenn wir wieder zu Hause sind. Das wäre doch gelacht, wenn wir nicht dahinter kämen, was da eigentlich gespielt wird. Das wird dann der nächste Fall für die drei Fragezeichen. Ja, aber versprecht mir, dass ihr ab jetzt nie mehr einen Versuch macht, meine angeblichen Ängste zu therapieren, ja? Angeblichen? Nein, nie wieder, versprochen, Zweiter. Na gut, unter der Voraussetzung können wir auch noch die nächsten 30 Jahre zusammen Fälle lösen. Die drei Fragezeichen.